Leute, ich sitze im Escalade und wahrscheinlich in dem geilsten Auto, das ich jemals gefahren bin. Wir sind unglaublich weit oben. Also das hat schon LKW-Feeling. Also das ist schon echt krass. Wir sind jetzt mal 2 Meter gefahren, damit der Herr mit der Corvette nach Hause fahren kann. Und ich bin 2 Meter gefahren und habe gedacht, okay, Corvette vergessen. Also das ist wirklich eine ganz andere Welt. Und auch von der Qualität her ist das schon ein bisschen anders da, als wie jetzt bei Chevrolet. Und man hört in diesem Auto nichts. Also wirklich gar nichts. Du hörst nichts von draußen, kein Bellen, kein Quietschen, kein Vögelzwitschern, kein Motorsound. Du hörst einfach gar nichts in diesem Auto. Und wir werden jetzt einkaufen fahren gleich. Und ja, ihr könnt einfach mal dabei sein. Es wird einfach unglaublich geil. Also Leute, das ist, glaube ich, jeden Cent wert, dieses Auto. Und es gibt auch unglaublich viel zu entdecken, was ich euch alles zeigen werde. Spiegel sind total innovativ. Die Schaltung, die Kühlbox, die hier ist, induktive Ladeflächen. Also das ist, ja, Alcantara haben wir hier überall. Das ist schon krass, das Auto. Wirklich richtig krass. Und die Dimensionen sind noch krasser. Das seht ihr aber jetzt gleich. Was ist das? Das sind die typischen Ami-Wheelhebel. Okay. Das haben alle alten Amis eigentlich und große Ami-Kisten. Okay. Wir haben halt hier, du ziehst zu dir und dann nimmst du den Gang, den du haben willst. Ach so, okay. Und hier vorne siehst du, welchen Gang du drin hast. Mhm. Also ist eigentlich nicht schwer. Also eher was rückwärts und ja. Vorwärts ist dann D normal, oder? Genau. Ja, dann fahren wir heute nach Wien. Ja. Warum nicht? Ist ja Quatsch. Ja. Dann bei schlechtem Wetter dahin ja, zu fahren. Theoretisch. Kann ich das Video bearbeiten hinten. Wenn du fährst. Ja, Internet ach so, haben wir. Achso, du meinst beim Fahren? Ja. Ah, wir haben Internet. Ja, wir haben hier Internet. Ach, krass. Ja, stimmt. Aber du brauchst ja noch ein Video für morgen, ne? Ja. Kann ich mich hinten hinsetzen oder da? Geht das am Leppi? Ja. Okay. Dauert halt ein bisschen länger, aber okay. Geht ja theoretisch auch. Okay. Ich dachte, du meinst jetzt gerade. Na, jetzt nicht. Nee, nee. Wenn wir dann nach Wien fahren. Boah, hm. Ich liebe dieses Auto. Na, sag's mit deinem Touareg da. Ich kann nicht fressen zum Mittag. Ich bin ja aber auch auf die Leistung gespannt. Ich meine, der hat genauso viel Leistung wie die Corvette. Der hat den Corvette-Motor drin. Ach so, okay. Ja. Das ist genau derselbe Motor. Ah. Nur, dass der halt zweimal so schwer ist. Alter, ich fahre hier einen LKW! Oh, wie geil. Boah, der ist... Alter, das ist so weich. Guck mal, ich fahre hier voll über die Löcher drüber. Ja. Boah. Wenn du nachher fährst, das ist so unwirklich, dieses Auto. Okay, ich bin gespannt. Du bist so hoch. Ich finde es aber auch als Beifahrer irgendwie geil, so weit oben zu sitzen. Ich sehe die Landschaft voll. Ich kann hier über die Hecke in den Garten gucken. Ja, nicht ganz, aber... Das ist so ich habe auch den krass. Sitz auf Maximum gestellt. Ich bin ganz oben. Ja, ich bin auch ganz oben, ja. Echt? Ja. Aber ich merke, ich sehe das Head-Up-Display nicht. Ach, der hat auch ein Head-Up. Ja. Also ich müsste ja, du sitzt auch sehr weit oben. Weiter runter gehen. Aber ich finde das gerade so irre geil. Alter, okay, keine Corvette, aber schon behäbig, aber hat schon Power. Man ist schnell auf 100, ich ja. Bin jetzt auf 100. Ach so, auch krass. Ja. Du merkst es nur nicht. Ja, ja man merkt es wirklich nicht. Nee. Ja. Mach mal, schiebe nach zu irgendwie. Versuch's mal. Ja, versuch mal. Boah, das ist riesig. Ich habe das Gefühl, ich könnte über die Autos fahren, ey. Ja, bist du. Und jetzt Stille. Ja. Man hört nur ein bisschen die Reifen, weil die halt ziemlich groß sind, ja. Aber so gefällt mir das. Du spürst also, nichts. Zum Spaß haben Corvette ja, ja, aber nicht als Alltagsauto. Nee, als Alltagsauto ist die Corvette wirklich. Das haben wir habe ich bei der Arbeit gesehen. Also dieses tausendmal ein- und aussteigen, ja. Das war einfach boah. Und dann dieses harte Fahrwerk. Das muss man. Also ich verstehe nicht, warum manche ihr Auto freiwillig so hart machen. Mhm. Als tägliches Auto. Im Alltag will ich so viel Komfort und Luxus, wie es nur geht. Ja. Der Alltag ist stressig genug, da muss ich nicht noch
Kopfschmerz. Ja, da hinten. Ja. Wie die gucken. Da ist doch rum. Boah, aber die Motorhaube ist ja nicht so lang, oder? Nee, ist ziemlich kurz. Aber man sieht nicht, wo es aufhört. Ja. Also es ist schon ein bisschen komisch, man merkt schon, man hat ein großes Auto. Okay. Also da ist schon ein bisschen Ausholen angesagt bei dem Auto. Okay. Na gut. Ja, der ist doch gar nicht weiß. Naja, Rückfahrkamera ist schon geil, gell? Ja. Was du von oben siehst. Ja, das ist auch voll geil. Der Sitz hat vibriert, weil er mich warnen will, dass da was ist. Also die Bordsteinkante wahrscheinlich. Sind. Ja. Ich bin mal gespannt. Da, jetzt sehen wir auch unser Heck. Ja. Nochmal warnt er wohl nicht? Nee, scheinbar nicht. Oder es muss was da stehen. Bus? Tu mal so, als geh mal vorbei. Da, der warnt mich. Ah, der sieht die Autos von links und rechts kommen. Und sagt mir, Achtung, Stopp. Da, wenn du so auch rückwärts aus einer Parklücke rausfährst. Ja. Genau, jetzt sagt er wieder rechts. Weil er von da kam. Ach, das ist ja geil. Die Tür ist zu schwer für mich. Also wenn du damit irgendwo reinfährst, dann bist du selber schuld. Oh, das sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen. Wie geil. Ja, krass. Ne, das ist irre. Der kam auch hier im Cockpit, zeigt er mir richtig an, wo du gerade stehst, dass, ach, da was ist. Okay, ach krass. Hast du mich in der Kamera gesehen? Ja, oder? Ja, ja.